Und damit welcome back, werte Survival-Fans da draußen vor euren Bildschirmen zu einer weiteren reizenden Folge Ark Survival Ascended. Schön, dass du da draußen wieder mit am Schdissel bist und ein fettes Merci geht raus an alle Zuschauer, die das letzte Video positiv bewertet haben. Vielen Dank. So, Freunde, heute ist es endlich soweit. In der letzten Folge haben wir eine Höhle gefunden. In der Höhle können wir ein bisschen Chitin farmen. Dementsprechend gehen wir heute mal mit ein paar Wölfen los und erkunden mal diese Höhle. Und ich habe jetzt auch mal ein paar Mods wieder runtergeschmissen, auch die Weihnachtsmod und so. Ich glaube tatsächlich, dass die dafür verantwortlich war, dass sich das Spiel immer wieder aufgehangen hat. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, immer so gut wie möglich zu speichern, so oft wie möglich. Aber ja, ich habe auf jeden Fall jetzt nochmal Honig geholt, weil das wurde ja nicht gespeichert. Und auch den Teleporter nochmal platziert. Ich habe auch schon, weil der Honig ja an sich schnell kaputt geht, habe ich an sich schon mal die Nanny gebaut. Können wir an sich auch schon mal aufstellen. Denke mal, die werden wir dann auch nochmal aufheben können. Ich habe keine Ahnung, welche Range die hat. Ich stelle sie jetzt einfach mal, ich stelle sie rein. Oder? Ich stelle sie mal in den Brutkäfig rein. Schrägstrich Taming-Käfig. So, das ist die gute Nanny. Sieht hübsch aus, ne? Hübsche Nanny. So, was kann ich jetzt mit dir machen? Pin, Inventar, verbieten, zu imprinten, Food Management, Set Transfer Mount. Auf was ist das aktuell eingestellt? Auf 10? Machen wir mal das höchste, 50, keine Ahnung. Hoch ist immer gut, Range. Aktuell auf 3000 Range, wir gehen auf 7000 Show Range. Oida, krass. Das ist ja mal eine Range, hä? Cool. Ja, und die kümmert sich in dieser Range um alle kleinen Tiere. Ist praktisch. So, aufheben kann ich sie auch nochmal, wenn es ist. Range können wir wieder ausblenden. Dann haben wir Nanny schon mal am Start. Brüten können wir jetzt momentan eh nur, da züchten können wir nur Wölfe. Trixie, das ist nicht die Farbe, die ich hier verpasst habe. Anscheinend ist diese Farbprint-Mod auch ein bisschen verbuggter. Aber, wenn ich ehrlich bin, warte, machen wir knapper mal schnell hinweg. Wenn ich ehrlich bin, gefällt mir das Weiß bei Trixie auch echt gut. Komplett in Weiß, schön. Ja, so ein bisschen Orange kommt noch mit durch. Keine Ahnung, was das ist. Aber okay, cool. Wir haben an sich ja Bloody Mary gehabt. Die war ziemlich gut von den Stats her. Und ich glaube Lupin, oder? Lupin war noch der Gute. Ja, 18.000, genau. Das heißt, mit den beiden, also die würde ich jetzt nicht mitnehmen. Kann man an sich schon mal in den Taming-Käfig stellen. Sind die schon mal außen vor und auch ein bisschen safe. Und wenn wir dann zurückkommen, können wir dann nochmal einen weiteren Wolf züchten. Das heißt, wir gehen mit 4 Wölfen jetzt los. Das sollte ja eigentlich auch reichen. Die sind mittlerweile echt stark. Allein durch diesen Alpha-Rex-Boost, den wir damals hatten, haben die einiges an Level bekommen. Und ich glaube, vielleicht ist der ein oder andere, ja, kann man immer noch was reinpulvern hier. Wie gesagt, jetzt nur noch Schaden. Immer schön Schaden rein. Und noch ein bisschen Gewicht, weil Jago kann so gut wie niemanden tragen. Ich glaube, wenn ich mich jetzt auf Jago setze, ja, geht schon noch, aber er ist schon relativ voll. Und Mila natürlich.
Ja, dann machen wir mal direkt alles auf Schaden. Dann an sich können wir sagen, alles mal droppen. Kriegen jetzt eh genug Fleisch und Co. Aber wir brauchen natürlich Platz. So, Prime Meat. Ja, okay, ein bisschen Prime Meat. Nehmen wir nochmal mit. Habe ich sie auch noch stecken, okay. So. Ja, das passt schon. So. Ein Meat. Können wir hier mit reinschmeißen. Nehmen wir nochmal Blut ab. Banging Tranks hatte ich nochmal Offtake gemacht. Wir haben jetzt 66 Bang Tranks. Das reicht erstmal. Eigentlich habe ich ja jetzt nichts vor zu tamen, aber man weiß ja nie, was man so trifft, ne? So, und in erster Linie würde ich sagen, folgt ihr jetzt mal bitte Trixie. Hallo? Red Star? So. Dann sind wir zu viert unterwegs. Halte ich auch schön die Übersicht. Red Star ist irgendwie gerade sehr faul. Jetzt kommt er. Okay, cool. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich mit diesem Remote-Teleporter... Da werde ich wahrscheinlich nicht alle mitkriegen. Das heißt, wir müssen normal mit dem Teleporter reisen. Stellen wir mal alle so ein bisschen in die Nähe. Da ich ja immer noch nicht weiß, wie hoch die Range hier ist. Ich denke mal, so kommen dann alle mit. Okay, machen wir nochmal schnell einen Taschencheck. An sich habe ich Essen, Trinken, Waffen, Bolas, Grappling Hook, Armbrüste auf Reserve, Pfeile, Blutkonserven und Rüstung. Ist auch tutti completi, habe ich nochmal repariert. Das heißt, wir sind eigentlich ready. Jetzt wird's interessant. So, auf zum Chitin. So. Okay, wir lassen mal kurz die Strukturen so ein bisschen laden. Wir müssen dann in diese Richtung hier. Ich bin gespannt. Lass mal ganz lässig hier spazieren gehen. Ist auch echt eine super schöne Gegend hier. Mampf. Ja, Trixie ist halt schon sehr stark. Wahrscheinlich würden wir mit Trixie alleine schon gut durchkommen. Weggebatscht. So. Eingang mal schon weiter vorne. Ja, ich sehe schon. Alle sind aufgewärmt. Alle haben Bock, da jetzt reinzugehen. Kommt ihr ran? Fein. Ruckel, ruckel. So, wir gehen ganz vorsichtig rein. Ich kenne diese Höhle nicht. Und ich habe vergessen, Licht zu machen. Und mitzunehmen. Ich habe auch nochmal so eine Taschenlampen-Mod runtergeladen. Jo, Chago, ist gut. Bist der Nachzügler hier, hä? So. Ah, hier kann man halt echt easy feststecken, ne? Wieso sind diese Höhlen hier alle so eng? Was habe ich denn für eine Follow-Range? Mittel. Ja, Mittel ist schon okay. Alter, ist das hier eng.
Ja, ganz vorsichtig. Aber ich muss schon sagen, die Höhlen sehen schon sehr schön aus. Nein, ich höre einen Morro. Aber Morro können ja eigentlich nur oben sein, nicht in Höhlen. Also keine Sorge. Aber wie schön. Krass. So, natürlich, jetzt haben wir schon einen Fall, die Hälfte fehlt. Macht davon noch irgendwie ein Picknick. Aber wo habe ich die denn jetzt? Da oben, Alter. Ich glaube, ich brauche halt den Buff. Mensch, Kollegen. Den Buff kriege ich doch eigentlich auch schon bei 2, oder? Kriegt man, ist der Buff umso höher, der Schadensbuff, umso mehr Wölfe man dabei hat? Oder ist er einfach ab 2 aktiv, ab 2 Wölfen? Und dann ist eigentlich scheißegal, wie viel man dabei hat. Ja, das wird jetzt natürlich echt ein bisschen doof, durchzuwandern. Ich hoffe, da vorne. Ja, badabadudel. Ruckel, ruckel. Da vorne wird es dann mal ein bisschen breiter, das Ganze hier. Tun sich schon ein bisschen schwer, hier durchzukommen. Ja, alle noch da, sehr schön. Deep rein. Krass. Deep shit. Gehen erstmal da lang. Okay, hier ist ein bisschen was zu holen. Ah ja, da kommen sie ja. Hallo. So, Attacuyo. Jago? Das ist so ein bisschen so der Faule, ne? In der Runde, merkt man schon. Ja. 217 Chitin ist nicht schlecht. Ja, da geht was zusammen, Leute. Da brauchen wir gar nicht viel. Eisen haben wir hier auch. Hallo! Alter, was ist denn da für ein fetter Klumpen vorne? Okay, Leute, ich brauche euch jetzt alle. Let's go. Ja, schau, da komme ich aber allein mit Trixie schon durch. Also Trixie ist schon ziemlich OP. Aber jetzt natürlich auch nur, weil ich den Buff auch habe. Oh, Mila, sei vorsichtig. Sei vorsichtig, bitte, bitte, bitte. Gehen da jetzt ganz gemächlich durch. Ja, wie viel Metall hier ist. Geil. Alter! Verbuggt as fuck hier, hä? Oh, Mistkäfer. Bringt auch gut Chitin. Tobt euch aus, tobt euch aus. Dafür seid ihr da. Haben wir's? Haben wir alles weggekaut? Aber das macht schon Spaß. Ist schon geil.
Ihr Kinders. Ich meine, wir haben jetzt alleine schon... Alter! Guckt mal, wie viel Chitin! Stark! Ja, ballert sie weg. Ich glaube, die Höhle ist tatsächlich besser als die im Norden. Jojo. Habt euch verdient. Päuschen können wir jederzeit machen. Ihr müsst euch nur melden. Auch alles. Da wird es noch hochgehen. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Wenn jetzt hier der Hauptweg ist, ist das doof. Auf jeden Fall noch interessant aus, vor allem die Richtung. Ist er wieder raus? Hallo? Na, ich gehe jetzt erstmal den Weg, den ich auch mit meinen Wölfen beschreiten kann. Wir sind ja eigentlich nur hier wegen Chitin. Oh, okay. Das sieht eng aus. Wir lassen jetzt erstmal alle kommen hier. Ich tank erstmal ein bisschen. Ja, sehr gut. Knabbert sie alle weg. Sehr gut. Jago? Ich glaube, da ist noch was. Will ich angreifen. Okay, hier haben wir ein Artefakt oder was? Wir haben das erste Artefakt. Artefakt des Jägers. Nice. Wer ist das? Mila? Ist Mila wieder auf Koks? So, das nehmen wir, das nehmen wir. Ja, Fleisch kriegen wir auch noch ran. Also, drop it like it's hot. Gib mir mal alle euer Chitin. Ja, fein. Braucht ihr alle mal eine Streichleinheit? Ja. So. Ja. Weg damit. So, ein Trixie hatte ich schon, ne? Ne, hatte ich noch nicht. Ah, was ist das hier? Gift, das nehmen wir auch noch mit. Ja, das können wir lassen. Alter, Trixie. Der Trixie, ne? Der würde ich mich jetzt nicht mehr anlegen wollen. Ich würde mal behaupten, die ist jetzt so auf dem Level von Eddie. Und Stärkegrad. Ach ja, und ich hatte eigentlich noch einen guten Tipp gekriegt, den ich jetzt total vergessen habe, was Höhlen angeht. Fackeln aufstellen, um wieder nach Hause zu finden. Ah ja, wir haben hier den Teleporter. Da geht das schon.
Und die bringen auch, ja gut, 240 normal. Aber echt cool aufgebaut. So stelle ich mir halt auch eine Höhle vor. Alter, nice. Hier ist ja mal nice. Hier waren wir schon, ne? Hier ist halt nochmal richtig schön Fläche auch. So, was ist jetzt hier los? Jago ist da, wo ist der Rest? Das ist halt immer ein bisschen doof, ne? Jetzt blockieren die sich halt selber. Aber stört mich jetzt nicht, da mal ein bisschen nachzujustieren. Ah ja, hier war das, genau, hier war das Wasser. Und den knabbern auch noch weg hier. So, okay, jetzt muss ich mal gucken. Kann natürlich auch noch eine Spinne. Ja, natürlich erstmal gucken hier. Was jetzt? Oh, nicht da runter, bitte. Nein, nein, nein. Ja, okay, okay, das war die Spinne, die ist gekommen. Jetzt chillt mal kurz hier. Ich check mal die Lage hier vorne, ja? Wie tief ist das Wasser? Wo geht's noch hin? Sind hier Perlen? Oder andere komische Dinge. Oh, Piranhas, hallo. Alter, aber nicht gerade wenig. Und richtig viel Eisen unter Wasser. Cool. Ist das auch irgendwas? Da geht nur Fiber raus. Was ist denn? Ich habe überhaupt keine Zeit gerade für euch. Ich bin gerade im Entdeckungsmodus. Stört mich nicht. Was ist? Na komm, der steckt eh fest. Scheiß drauf. Okay, es ist schon gut gefüllt mit Piranhas hier, das Becken. Wäre auf jeden Fall so eine Area für Mafiosis, ihre Leichen zu beseitigen. Win-Win-Situation wäre das hier. Aber was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist, ich denke mal, dass das kein neues Material ist, was ich jetzt noch nicht kenne. Ja, einfach nur Crystal, ne? Ja. Crystal Underwater. Also ich könnte an sich schon hier durchschwimmen mit den Wölfen. Das würde funktionieren. Ja, Wahn. Oioioioioi. Was ist jetzt hier los? Crocodiles. Crocodile Dundee. Okay, das ist ein bisschen uncool. Ein wenig uncool. Na komm raus. Das sind die, die einen auch irgendwie runtergrappen können, ne? So, Kinders, Spielzeug ist da. Let's go. Alter. Ihr macht nichts. Warum? Macht doch die Sarkos weg. Seid ihr gerade ein bisschen schwer vom Begriff? Ihr wurdet angegriffen. So, by the way. Ah, soll ich jetzt gleich losschwimmen? Ich mach's jetzt einfach mal. So, ab ins Wasser. Ich weiß, ihr mögt es nicht so gerne, aber gehört halt dazu. Ila, auf geht's. Schauen wir mal, wo wir rauskommen.
Grundsätzlich können wir dann auch noch mal ein bisschen Metal mitnehmen. Ich hätte mir aber hier tatsächlich gewünscht, dass wir anstatt Metall und Kristall Unterwasserperlen finden. Denn hier habe ich jetzt noch nicht geschaut. Das ist alles Obsi, Metall ohne Ende, Kristall ohne Ende. Aber Perlen. Wie gut, dass ich meinen Speer damals gepimpt habe. Aber Perlen ist hier nicht. Sehr schade. Jetzt ist sich hier richtig gut angeboten. Im Rückweg machen wir dann einfach die Taschen voll mit Metall. Wir kommen dann einfach hier nochmal spezifisch hin. Taschen voll machen, austeleportieren. Oh ja, die nehmen wir mit. Give me the boost. It is difficult to be angry with Himentaria Ledus. Despite its rather terrible nature, the creature has practically no intelligence and just attaches to any nearby living flesh in an attempt to drain that creature's blood. Removing Himentaria requires precision blade work or access to an open flame. Both of these can be nearly as dangerous to the host as to the leech itself. Once Himentaria attaches to the host, it drains blood at a rapid pace, and the host experiences hunger, loss of health, and lowered stamina. Some Himentaria are also carriers for a dangerous Few creatures on the island are transmitters for this disease, and it can ultimately be cured with a rare medicine. While Himentaria is not intelligent enough to be tamed, it is always useful to keep a few around for antidotes and fishing lures. When processed properly, Himentaria venom can be made into a powerful antivenom. Oh, der sieht ja schön aus. Aber leider brauche ich dein Chitin, es tut mir leid. Ich werde angegriffen, verteidigt mich. Ehrlich, ich muss sie mal ein bisschen machen lassen. Das macht schon Spaß. Ich bin froh, dass ich jetzt tatsächlich nur mit 4 unterwegs bin. Nicht mit 6 Wölfen. So, schönen guten Tag zusammen. Versammelt euch mal bitte. Wir haben hier noch eine Besprechung. Na komm. Also ich glaube, danach brauchen wir nie wieder Chitin. Was ist denn das hier? Nochmal eine, krass. A smaller relative of Sarcosuchus, Caprosuchus paludentium, Caprosuchus. Is a water-based carnivore, primarily found lurking among the island's swamps. A naturally fast runner, but even faster in the water. It is a solitary hunter that picks off small to medium creatures, especially those isolated from their pack. When attacking, Caprosuchus uses two main tactics. First, it patiently waits below the water surface, and when the target is sufficiently close by, will perform a lateral jump that it uses to quickly close distance with its prey and drag it underwater. Secondly, it attacks the prey's vital areas specifically to drain its stamina. These two techniques effectively prevent most creatures from escaping Caprosuchus once an assault has begun. Survivors are generally split about the usefulness of Caprosuchus. Some love its speed, both in and out of the water, essentially making it among the fastest, small-sized, all-terrain mounts when traveling through the wetlands. Others do not like how relatively frail Caprosuchus is, and do not think its high speed and ensnaring attacks make up for this shortcoming. Sie haben ihr Ziel erreicht, aber ein Wolf fehlt.
Wer fehlt denn? Mira fehlt. Mira! Ach du Scheiße, wo habe ich denn die verloren? Hier war Besprechung? Ah, nee. Mira, sage ich. Mila meine ich natürlich. Alter Schwede. Ihr müsst schon auffressen. Was ist denn los mit euch? Ihr lasst die Hälfte liegen. Schlangen brauchen wir nicht. Aber Spinnen. Scheißkäfer und so. So. Jetzt sind alle da. Okay. Versorgungskiste. Was ist da drin? Pachirino. Ach. Ja, mitnehmen, oder? Wegen Newspawn. Braucht zwar keine Sau, was da drin war, aber egal. Aber Gewicht ist schon gut voll gerade. Aber es hat auch echt viel Fleisch, was sie jetzt da gerade hat. Ich glaube, wir leveln nochmal kurz. Ja, komm, jetzt habe ich die 20.000. Das reicht jetzt wirklich. Super Tank. Gib, gib, gib. Schaden. Mila Süße. Oh ja, Gift ist auch gut. Naja doch, dann die Schlangen noch ausnehmen. Mit dem Gift. Ich glaube, wir konnten mit diesem natürlichen Gift konnten wir dann die Tier 2 Betäubungspfeile machen. Oh, weg damit. Nein. So. Schaut es bei mir aus? Was habe ich denn eigentlich? Alter Schwede. So mal ein bisschen aufräumen hier. Nur ein bisschen. Steine können nur weg, Kristalle können nur weg. Der Rest ist wichtig. Außer das hier, das braucht auch keine Sau. Waschen. Okay, weiter geht's. Hey ho, hey ho, wir sind vergnügt und froh. Da-dam, 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 da-dam. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Ich glaube, mit Metall mitnehmen wird nicht mehr wirklich was. Ich bin halt so schwer. Ja gut, ich muss auch sagen, ich habe echt viel Equipment dabei. Also, da ist schon was dran. Alter, wie tief geht's denn hier in die Höhle? Ohne Scheiß, hätte ich jetzt den Teleporter nicht dabei, dann würde ich hier nie wieder rausfinden. Dass die Fackelstrategie tatsächlich nicht schlecht. Hier geht's zurück. Dass die echt nicht schlecht. Okay, aber jetzt hier. Das Wasser fließt in die Richtung. Ha, da warten sie. Die Arschgeigen. Habt ihr Perlen? Ich sehe nicht wirklich Perlen. Ich glaube, ihr habt keine Perlen. Alter Schwede. So, also entweder jetzt im Fluss hier entlang. Beim Grunde haben wir es. Sag mal, das wäre Platz. Und da haben wir das, was wir wollten. Wir haben Chitin ohne Ende. Wir haben auch noch das Artefakt gesammelt. Hier kommen wir wieder zurück.
trotzdem, ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Da war es gesichtet? Geil. Hier ist wieder die Explorer Note, ne? Okay, dann haben wir es jetzt eh geschafft. Ich glaube, ein Weg war irgendwo noch offen. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, wo das sein soll. Ist auch scheißegal, letztendlich. Würde ich sagen, gehen wir zurück und dann haben wir es auch geschafft für heute. Dann habe ich das erreicht, was ich wollte. Endlich mal wieder etwas erreicht, was man geplant hat. Metall würde ich halt schon noch mitnehmen. Naja, ist ja gut. Haben wir die Taschen noch schön voll? Naja, sind vergnügt und froh. Nein. God damn it! Oh Leute, das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Das kann jetzt nur noch an... Ich habe die Feeding-Through hier, na, zum Füttern der Tiere habe ich die bessere runtergeladen als Mod. Dann habe ich den Pinsel draufgeschmissen zum Färben der Tiere. Und ich habe eine Mod draufgeschmissen, was alle Geräte, Fabrikate und Co. leiser macht. Eine Mod davon macht das Spiel gerade noch kaputt. Kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt noch irgendwie im Hauptspiel liegt, weil eine Zeit lang ging es ja richtig gut. Aber ja gut, Leute, es ist, wie es ist. Dann werde ich jetzt nochmal an sich so weit spielen. Ja, also wie bis jetzt, bis zu dieser Stelle hier. Und wir sehen uns dann im Grunde wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir den Daumen da, kommentiert. Und jetzt wünsche ich noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Jessikowski.